So, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, dass die Sonne hier nicht zu hell ist. Wie ihr seht, das Wetter ist natürlich wundertastisch hier. Überall Autofahrer, dass man mich hier kaum versteht. Mutter, guck schnell, fahr weiter! Guck nicht! Meine Fresse, ey! So, gut, nochmal zurück zum Video. Es ist wunderschön, dieses Wetter. Es ist schön warm, es ist sonnig, keine Wolke am Himmel, es ist Samstag. Und welcher Vollidiot muss natürlich schaffen gehen? Ich. Da kennt nicht sowas von Kotze, weil normal hätte ich nämlich frei heute. Nächste Woche habe ich Urlaub, okay, das geht in Ordnung, aber jetzt kommt so ein scheiß Wind. Ich hoffe, dass er mich hier versteht. Ich hätte nochmal Urlaub frei heute, weil meine Mutter hat vor ein paar Wochen Geburtstag, da wollte ich mal wegfahren und meine Schwägerschaft halt, mein Vater schafft. Und heute wäre normal da gewesen, wo wir frei hätte, wo alle frei hätte. Und da habe ich mal frei holen wollen. Das habe ich rechtzeitig abgeklärt, noch bevor der Plan für die Woche halt geschrieben war. Und der Vollidiot, der bei uns den Plan schreibt, diese Hans Guck in die Luft, der hat das vergessen, dass ich frei wollte. Da habe ich nur noch mal dran erinnert, hat gesagt, ey Alter, hör ich doch mal an der Backe schlagen und erinnerst jetzt. War natürlich witzig, hat natürlich nett gesagt. Ich habe gesagt, ey, was ist los? Ich kenne ihn halt persönlich, wir waren mit meiner Schwester zusammen, von daher ist das mit uns auf so einer etwas kumpelebeneren Ding. Trotzdem habe ich natürlich Respekt vor, mir ist nicht mehr vorgesetzt da. Puh. Die Kamera hier, Halle, ey, mir fällt gleich der Arm ab, ey. Irgendwann Autos, guckt nicht, ich mache nur Video für YouTube. Basti. So, Entschuldigung. Ja, genau, wo bin ich stehen geblieben? Oh Mann, ist das hier so laut, ey. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, heute hätte ich schon mal frei gehabt. Der Idiot hat das voll vergessen, dass ich frei wollte. Und hat dementsprechend das halt hingeschrieben, weil er es vergessen hat. Und es gab zwei Optionen. Entweder ich halte mein Maul und übergebe mich beim Schicksal und komme schaffe. Oder ich frage drei potenzielle Arbeitskollegen, ob sie mit mir tausche. Einer da vorne ist ein großer Hurensohn, der sowieso jeden Samstag freikriegt, weil der Chef meint, oh ja, da sie natürlich. Was willst du jeden Samstag frei? Das doch mal machen, schön da, ne? Hurensohn, Alter. Der kriegt jeden Samstag frei, weil er eine Dauerkarte hat, der Fußball zu gucken. Weil erinnert euch das mal. Eine Dauerkarte, der Fußball zu gucken. Leckt mich am Arsch, Alter. Egal. Auf jeden Fall, da gab es noch zwei potenzielle. Aber ein Freund von mir, der ist so meinem Elder, dem seine Mama hat auch Geburtstag gehabt. Und ich mache heute auch was. Deswegen konnte er leider mit tauschen. Und derjenige, der mit mir tauschen konnte, der hat natürlich auch was vorgehabt. Es war nicht 100% sicher, ob das machen tut. Deswegen stand so 50-50, ob ich heute freikriege. Und wie war's? Natürlich habe ich nicht freigekriegt. Gibt's da was zu gucken? Schau doch gleich mal an, wie 8 Schaworschbeck. Immer diese Gaffer, nur weil ich hier Video mache bei YouTube, ey. Puh, ich bin ganz außer Atem hier vor lauter Armhalle. Muss man den Arm wechseln hier. Oh Mann, ey. So, jetzt bin ich schön den Arm wechseln. Kann aber nicht mehr. Aber ich sieht man die Hand jetzt hier nicht. Ja, jetzt muss ich natürlich auf die Arbeit laufen, an diesem wunderschönen, sonnigen Wetter. Meine Freundin, die hatte Zwischenschicht. Das wird dann auch noch mal sau spät, bis die bei mir ist. Richtig mies, ey. Anders hätte ich die nämlich vom Bahnhof abgeholt, in da wo sie halt wohnt. Dann hätte ich, voila, ich hätte das gemacht. Nee, ohne Witz, jetzt mal ohne hier, natürlich, das hätte ich echt gemacht. Da vorne kommt jemand, den ich kenne. Wechseln wir schnell hier die Straßenseite. Und ja, jetzt muss ich hier mich abrackere auf die Arbeit latschen. Da 6 Stunden glotze für ein bisschen Geld. Für das bisschen Mindestlohn, was ich doch von dem Hurensohn krieg. Weil ich sag, es wechselt ja die Seite, ich wechsel nochmal die Seite. Ich muss die Straße rennen, irgendwie über die Straße rennen. Da kommt nämlich ein Sprinter. Holt mich bestimmt mit. So, alles klar. Ich wollte euch nur mein trauriges Schicksal mal mitteilen, dass ihr sehen, wie scheiße es mir eigentlich jetzt geht an diesem geilen Tag. Dann bin hoffentlich an ihr wenigstens ein geiler da. Natürlich gibt es Leute, denen geht's schlechter. Das will ich gar nicht sagen, aber ich interessiere mich für andere, ich interessiere mich für mein Schicksal. Und nur weil es jemand anderem schlecht geht, heißt es ja nicht, dass ich dann mein, wie heißt das? Nur weil es jetzt jemand anderem schlecht geht, heißt es ja nicht, dass ich mich in meiner schlechten Lage oder schlechten Verfassung gut fühlen sollte, oder? Da kann ich doch wohl Dinge machen, dass es mir gut geht. Also, mich immer zu mein schlechter Tag oder mein Negatives zu rechtfertigen, dass andere schlechter geht als mir, ist doch behindert, Alter. Gut, hoffe ich, dass ich mich hier schön unsympathisch gemacht habe durch meine Beleidigung gegen sämtliche Hurensöhne Autofahrer, die mich angucken, nur weil ich ein Video mache. Oh, gut, wer gafft denn, der in dem blauen Auto? Wer gafft? So, gut, dann schöner da noch, machen schlecht und ciao.